Weit ins faszinierende Weltall hinein drängen wir Menschen. Es geht um Macht, Rohstoffe, Besitz und wahre Schönheit. Im Weltraum stoßen wir auf elementare Fragen. Denn wer sind wir hier eigentlich? Um darauf Antworten zu finden, gibt es einen perfekten Ort, das Planetarium. In Halle an der Saale steht das modernste Europas. Es holt den Himmel auf die Erde und eröffnet damit Welten. Planetarien sind die Orte schlechthin. Ja, also ich fühle mich auch am wohlsten, muss ich sagen, im Planetarium. Und das hängt wohl damit zusammen, da Planetarium schon durch die Architektur, durch diese Kuppel, ne, ein ganz besonderer Raum sind. Sie fassen das gesamte Weltall und bieten einen spannenden Rahmen für Kultur, Kunst und Begegnungen. Dirk Schlesier leitet das Planetarium in Halle. Dass er sich endlich hier in den Projektionen verlieren kann, macht 4 Jahre Bauzeit und eine Menge Stress wett. Das ist wirklich ein Lebensereignis, hier jetzt im Planetarium zu sitzen. Denn es steckt natürlich, naja, man kann sagen, astronomisch viel Energie drin. Ja, und ich denke, es lohnt sich aber immer wieder für solch ein Ergebnis dann, diese Mühen da auf sich genommen zu haben. Himmelsmaschine. Ein neues Planetarium entsteht. So geht es los mit dem symbolischen Spatenstich im Januar 2019. Das Ziel? Im historischen Gemäuer modernste Technik einziehen zu lassen. Vor 130 Jahren gebaut, versorgt der Gasometer die Stadt mit Energie. Nachdem das Areal aufgegeben wird, verfällt der Backsteinbau über 50 Jahre lang. Das denkmalgeschützte Gebäude soll nun dem Himmel ein Zuhause geben. Im Oktober 2020 hat sich die runde Hülle bereits verwandelt. Ich bin ja zunächst mal gewöhnt, dass Planetarium immer was Rundes ist. Ne? Und so fügt sich das hier ganz wunderbar in den Gasometer. Aber trotzdem ist das eine ganz spektakuläre Sache. Ja, ein Planetarium, ein was ganz technologisch Wertvolles in ältere industrielle Bausubstanz zu bringen. Also ist für mich auch was ganz Neues. Das ist jetzt was, was wir, hoffe ich, die nächsten 100 Jahre nutzen können. Also das ist eigentlich eine Rettung der Hülle. Also es ist jetzt eine weitere Nutzung. Und natürlich schön, wenn man das Alte erhält, indem man was Neues reinbaut und dann weiter verwenden kann. Für die Architektin Romy Fuchs und ihr Team bedeutet die Arbeit am Bau eine besondere Herausforderung. Ich liebe das, wenn noch nichts da ist, was den Rohbau irgendwie verkleidet oder versteckt. Es ist sakral, es ist unglaublich. Dirk Schlesier hat in Halle Geologie und Astronomie studiert und dann ein Planetarium in Wolfsburg geleitet. Für dieses Projekt hier ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit. Jetzt muss er einen anspruchsvollen Bau managen. Hier werde ich am Tresen mein Bier holen. Da stehe ich dann hier. Ja. Ja, ich sitze dann oben drauf. Sie sitzen oben. Und genieße die Aussicht. Eine runde Halle wird das Herzstück des Planetariums sein. Wir stehen im Sternensaal. Noch ist hier die Kuppel nicht aufgebracht, also der Sternensaal wird ja zukünftig dadurch auffallen, weil er eine 360-Grad-Kuppel hier bei unseren Köpfen hat, in der man dann ganz bequem von den Stühlen aus prima in das Himmelzelt schauen kann. Also das ist der ganz zentrale Raum hier im Gasometer, im Planetarium. Und hier ist Teppich drin, hier werden Sessel sein. Das im Rohbau, was wir heute sehen, werden wir nie wieder sehen, weil ja dann die Kuppel dazwischen ist. Es sei denn, man geht mit Herrn Schlesier über die Brücke, die dann da kommt, und darf mal von oben in diesen sogenannten Wartungsbereich gucken. Das Planetarium zu bauen ist von langer Hand geplant. Aber ein Hindernis wie Corona nicht vorgesehen. Die Pandemie wirft den Bau um Wochen zurück. Am 27. Oktober 2020 ist Richtfest. Bauherrin ist die Stadt Halle.
Ihr Vertreter, natürlich auch die Baugewerke und ein feierlich gestimmter Planetariumschef senden Grußworte ans Publikum. Per Videostream. Ich freue mich, dass der Rohbau mittlerweile fertiggestellt ist. Und ich kann auch schon ankündigen, dass im kommenden Jahr 2021, wenn die planmäßige Eröffnung ist, dann auch wieder ein deutscher Astronaut planmäßig zur internationalen Raumstation fliegen wird. Das wird eine unheimlich spannende Zeit in den nächsten Jahren. Noch keiner ahnt, wie sehr sich der Planetariumsstart verspäten wird. Der Astronaut Matthias Maurer wird diesen Wettlauf zu den Sternen gewinnen. Auch wenn die Hülle noch nicht fertig ist, die Technik für das Planetarium in Halle ist es bereits. Die Spezialisten von Zeiss Jena haben den Projektor in ihrer Kuppel aufgebaut. Die Ingenieure Thomas Jungmann und Martin Kraus testen seine Leistung. Wir müssen dann jetzt ein bisschen das Licht runterdrehen, aber ich denke, da kommt der Orion. Okay. Wird der Gold eingefärbt in der richtigen Farbe. Aber die prüfen wir auch noch. Ja, ja, die ganzen Belegungen. Belegungen sind Saturn, Jupiter, Mars, Erde, Venus, Merkur, Mond, Sonne. Der Sternenprojektor soll den Himmel naturgetreu abbilden. Dafür wird ein mechanisches System genutzt, das eine enorme Leuchtkraft erzeugt. Diese Technik zu bauen und weiterzuentwickeln, ist Aufgabe von Martin Kraus, dem Leiter der Planetariumstechnik. Die Sterne werden optomechanisch dargestellt. Sie werden über eine LED-Lichtquelle erzeugt, über eine Glasfaser durch das Objektiv an die Kuppel geworfen. Die Sternenhelligkeit ist optomechanisch immer noch unerreichbar. Man kann den Sternenhimmel damit einfach sehr naturgetreu an die Kuppel werfen. Der einzig helle Punkt und warum ist es einfach richtig tief schwarz. Um diesen Effekt zu erzielen, wird jeder einzelne Stern von Hand hergestellt. Eine geduldige Sternenfädlerin nimmt hauchdünne Lichtleiter und befestigt sie auf einer gelochten Platte. Auf jeder finden 150 bis 600 Sterne Platz, auch Nebel und ganze Galaxien. Die Sternenfaserstränge bilden das Innenleben des Projektors. Schießt weißes Licht hierdurch, entstehen brillante Bilder. Mit seinen 32 Faseroptiken kann der sogenannte SkyMaster ZKP4 7000 Sterne wiedergeben. So viele, wie auch das bloße Auge am Nachthimmel erkennt. In den Hightech-Laboren nebenan werden weitere Maschinen gebaut. Denn digitale Projektionen komplettieren die Planetariumsshow. Im Rheinraum arbeitet ein Mechatroniker daran, den sogenannten Velvet-Projektor für Halle zu kalibrieren. Fertig montiert, bietet er unglaubliche Bilder. Mittels LED-Projektor lässt es sich durch Zeit und Raum rasen, mit bestechender Brillanz und enormem Kontrast. Wir haben einen Kontrast von 2,5 Millionen zu 1 und damit einen unheimlich hohen Schwarzwert an der Kuppel. Wenn Sie einen Kinoprojektor oder einen Büroprojektor nehmen und an eine Projektionsfläche werfen, werden Sie immer einen gewissen grauen Hintergrund sehen. Und dieser Projektor vermeidet das. Also es wird dort, wo schwarz sein soll, ist schwarz. Und dort, wo Inhalte dargestellt werden sollen, da sind sie. Und aus dem Grund können wir mit diesem Projektor einfach astronomische Inhalte in einer ganz anderen Wirklichkeitstreue darstellen, als wenn wir konventionelle Kinoprojektoren nehmen. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird das Hallenser Planetarium mit dieser herausragenden Technik ausgestattet. 6 LED-Projektoren und der optomechanische Projektor. Der zeigt die Sterne und hat weitere Module für Milchstraße, Planeten oder Sternenbildfiguren. Alles wird gesteuert mit einem smarten System, um Bilder zu starten oder sogar live zu generieren. Lebendig werden die Shows mit einem 3D-Soundsystem mit 42 Lautsprechern hinter der Kuppel. Neueste Technik für eine Wissensvermittlung der Zukunft.
Wie sich zeigt, hat das in der Mitte Deutschlands Tradition. Die Zeiss-Werke in Thüringen. Sie sind für ihre optischen Innovationen weltberühmt. Bereits vor über 100 Jahren arbeiteten hier herausragende Techniker. Sie machen Jena zum Geburtsort moderner Planetarien. Der Ingenieur Walter Bauersfeld entwickelt die Idee einer optischen Maschine. Sie soll Sterne auf eine gewölbte Leinwand projizieren. 1923 gibt es die ersten Probevorführungen der Himmelsmaschine. Auf dem Dach der Zeiss-Werke kann das Wunder von Jena bestaunt werden. 80.000 Besucher sind es innerhalb von anderthalb Jahren. Bereits 1926 wird in Jena ein großes Planetarium errichtet. Unterhaltsame astronomische Bildung ist Zündfunke für eine Begeisterung, die von hier aus die ganze Welt erfasst. Hier strömen Berlinerinnen und Berliner in ihr Planetarium. Staunend lassen sie die Sterne und den Mond um sich kreisen. Und die Faszination hält an. Die Spezialisten aus Jena verfeinern ihre Projektoren, entwerfen größere und kleinere Kuppeln. Ihre Planetarien werden zu weltweit begehrten Exportschlagern. Beispielsweise im Palais der Entdeckungen in Paris. Hier drängen sich die Leute für eine besondere Show. Die Präsentation im Planetarium von Carl Zeiss Jena, das sich in diesem renommierten Hause durchsetzen konnte. In den Kuppeln heutiger Planetarien geht es um mehr als Astronomie. Die Themen haben sich vervielfacht. Und auch die Form. Planetarien zeigen Shows, die nicht einfach angeschaut werden. Das Publikum kann eintauchen. Das ist der sogenannte Immersionseffekt. Full Dome, also eine Show auf 360 Grad, sprengt jedes gewohnte Erlebnis. Und wir messen einen Abstand von 17,76 Meter. Wie Full Dome-Inhalte erlebt werden, damit beschäftigt sich Medienwissenschaftlerin Maren Kiesling in ihrer Doktorarbeit. Dabei hat sie beobachtet, wie die Zuschauerinnen sich hier im Planetarium in Jena bewegen. Durch die Messung, die ich gemacht habe, habe ich einfach festgestellt, dass zum einen eine Blickführung durch die ganze Kuppel erfolgen kann. Also man hat immer eine Bewegung des Kopfes zum Beispiel oder halt auch ganz der Augen. Also man hat immer eine Augenbewegung. Die Augen sind niemals starr nach vorn auf einen Punkt gerichtet, sondern es bewegt sich halt immer in der Kuppel umher. Also man ist aktiv im Film. Das ist halt von der Wahrnehmung ähnlicher an unserer natürlichen Wahrnehmung, als wenn ich jetzt halt einen Film im Kino gucken würde oder auf einem Monitor. Natürlich ist es viel aufwendiger, Filme für Full Dome zu produzieren, als für das Kino. Denn die Handlung muss geschickt mit der gewölbten Projektionsfläche spielen, um die Aufmerksamkeit des Publikums aufrechtzuerhalten. Die Bilder werden in der Kuppel in verschiedenen Himmelsrichtungen angeordnet. Perfekt, ja. Süden bitte. Sie warte. Noch ein Stück? Ja, genau. Und dann haben wir es im Sweet Spot. Sehr schön. Die sogenannten Sweet Spots im Süden der Kuppel sind Bereiche, auf die das Publikum bevorzugt schaut. Die Menschen mögen das, wenn die gesamte Kuppel genutzt wird, um zu projizieren und auch Effekte einzufügen oder halt die Handlung mal zu verlagern. Allerdings immer nur zu einer gewissen Prozentzahl. Also der Norden, kann man davon ausgehen, sollte vielleicht bis zu ungefähr 10% genutzt werden. Ansonsten gibt es dann Nackenstarre. Nicht nur die Bildgestaltung unterscheidet sich vom Kino. Auch technische Parameter, wie die Bildrate, sind anders. Vor über 100 Jahren startet das Kino mit der Projektion von 16 Bildern in der Sekunde. Das ruckelt entsprechend, aber begeistert trotzdem.
Mit den Jahren werden die Filme flüssiger, steigern sich auf heute übliche 24 Bilder im Kino. Full Dome genügt das nicht. Wenn die Bildrate bei 24 Bildern pro Sekunde ist, in einer riesigen Kuppel, passiert einfach Folgendes, es wirkt wie einfach so ein Ruckeln. Das heißt, hier ist der Standard mittlerweile, dass man mit 30 Bildern pro Sekunde ansetzt und international auch beschlossen wurde, wir wollen uns weiterentwickeln, auch in Bezug auf die Bildrate. Das heißt, wir gehen in Richtung 60 Bilder pro Sekunde, was immer auch eine Frage der Rechenleistung ist, das darf man nie vergessen. Aber umso höher die Bildrate ist, umso geringer ist das Ruckeln im Bild. Und die Bewegung, der Bewegungseindruck ist einfach flüssiger. Im Multimedia-Zentrum Halle arbeitet Maren Kiesling mit Studierenden der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Sie filmen Sequenzen für ein Full-Dome-Abenteuer. Und wir nehmen auf. 21, 22, 24. Es wird die Geschichte eines Salzkorns, das durchs Weltall saust. Schauspieler Moritz spielt das Körnchen. Also ich mich jetzt so warte. Nee, noch nicht. Noch nicht. Dann, danach. Für die Stopptrick-Aufnahmen brauchen alle viel Geduld. Und die Bilder, die heute entstehen, müssen später aufwendig bearbeitet werden. Wir arbeiten mit einem Fischei-Objektiv. Das heißt, es sieht alles sehr rund und verzerrt aus, wenn man sich das über den normalen Monitor anschaut. Das Bild selber ergibt dann erst in der Kuppel wieder so richtig Sinn. Dann nehme ich das jetzt so auf. Achtung. Und fertig. Und Pause. Wenn die Produktion glatt läuft, wird der Studentenfilm später im Planetarium zu sehen sein. Hier im Gasometer ist das Team noch weit davon entfernt, ein Full-Dome-Programm zu starten. Die Pandemie verzögert das Bauen weiterhin. Aber am 10. Juni 2021 wollen sie ein besonderes Spektakel nicht verpassen. Deshalb stellt der Planetariumschef Teleskope vor seine Baustelle und richtet sie auf die Sonne aus. Auch Teams des MDR stehen bereit, um eine partielle Sonnenfinsternis zu streamen. Eine gemeinsame Aktion deutscher Planetarien. 30 Sekunden, alles klar. Wir haben vor dem Planetarium zwei Teleskope aufgebaut. Dirk, wann müssen wir an die Geräte? Wann geht's tatsächlich los? Also hier startet die partielle Sonnenfinsternis um 11.34 Uhr. Da warten wir natürlich ganz gespannt drauf. Und das Maximum werden wir dann eine Stunde später erwarten. Noch ist kein Mond vor der Sonne zu entdecken. Aufregende Minuten, die auch hier im Feininger-Gymnasium übertragen werden. Mein lieber Kollege Carsten Möbius vom Mitteldeutschen Rundfunk von MDR Wissen. Und wie man sieht, kann man auch aus Halle schon ein Live-Bild der Sonne sehen. Lieber Carsten, könnt ihr uns hören und sehen? Wie ist die Situation in Halle? Jetzt ist es noch bei uns soweit. Wir haben Erstkontakt. Wann wird hier so richtig das Maximum erreicht werden? Also wir erwarten das Maximum hier in Halle, Saale, 12.34 Uhr, also eine Stunde nach dem Erstkontakt. Die Schülerinnen und Schüler haben gerade Astronomie. Sachsen-Anhalt ist eins von nur drei Ländern mit dem Pflichtfach für die 9. oder 10. Klassen. Im Stream verfolgen sie die Sonnenfinsternis. Hallo. Perfekter Zeitpunkt, um zu uns zu schalten. Dirk, wir sind übers Maximum knapp raus, ja? Wie viel Bedeckung Maximum in Halle? Wir hatten 12,1%. Also schon ganz ordentlich, dass man das wunderbar sieht und Gott sei Dank auch gutes Wetter. Leider gibt es Probleme mit dem Ton und die Technik im Klassenzimmer ist veraltet. Anstrengend für die Schüler. Das soll am künftigen Bildungsort Planetarium anders sein. Auf dem Dach wird es eine Sternwarte geben und im Inneren exzellente Technik, damit Schulklassen Astronomie live erleben können. Aber noch immer heißt es, abwarten, bis der neue Space Place eröffnet. In den Sternenhimmel schauen die Menschen seit Jahrtausenden, aus verschiedenen Gründen. Mitte des 20. Jahrhunderts wird das All Schauplatz für den Wettkampf zwischen Ost und West im Kalten Krieg. Der sowjetische Sputnik stellt 1957 die Welt auf den Kopf und entfacht eine regelrechte Astronomiebewegung, der auch Halle viel zu verdanken hat. Diese astronomische Station im Osten der Stadt.
Hier steht eine Sternwarte und gleich gegenüber im ehemaligen Dorfkern von Canena befindet sich ein kleines Planetarium. Ein Verein hält die Anlage in Schuss und sorgt für verschiedene Veranstaltungen. Die Geschichte ihres Planetariums macht sie stolz. Für sie ist Halle ein Zentrum der Astrobegeisterung, wie Vereinschef Detlef Fliege erzählt. Auslöser für die ganze Astronomie-Euphorie hier in Halle war der Sputnik. 1957. Das war's, ja. Damit fing alles an. Ja, das kleine Piep, 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 Piep. Und in unserem Planetarium ist ja der Sputnik auch untergebracht. In dem Projektor, ja. Sie haben da einen Zusatzprojektor, wo der Sputnik im Planetarium kreist, ja. Man muss ja nicht nur genau hingucken, ja. Und es kann nicht alles sein, aber es ist eben der Sputnik. Und damit fing eben alles an. Ja, und Karl war eben damals so davon fasziniert, das hat ihn nicht wieder losgelassen, bis zum Schluss. Karl Kockel arbeitet in den 50er Jahren als Direktor der Schule in Canena. Nach dem Sputnik-Flug baut er kurzerhand ein Teleskop auf, um dem Weltraum nahe zu kommen. Und dann hat er eine kühne Idee. Wie wäre es mit einem eigenen Planetarium für die Schule? Er sammelt Geld und Unterstützung und im Oktober 1963 wird die astronomische Station feierlich eröffnet. Das Planetarium ist heute noch fast so erhalten wie in seinen Anfangszeiten. Der Projektor stammt vom VEB Zeiss Jena. Bei Angelique Schuchardt sitzt jeder Griff, um das Planetensystem in Gang zu setzen. Und auch den legendären Sputnik kann sie anschalten, mit einer Extra-Optik. Der Sputnik-Wende wäre jetzt hier zu sehen, tatsächlich im Westen. Aber es ist bloß ein Pünktchen, was kurz auftaucht. Aber ist die Lampe überhaupt um? Ja, jetzt. Da war er kurz. Im Westen, Sputnik. Da ist er. Ah, da, ja, Sputnik. Da ist er. Jetzt sehe ich ihn auch unweit vom Mond. Da zieht er über. Jetzt sind wir mal da. Die damalige Sowjetunion schafft es nicht nur, den ersten Satelliten ins All zu befördern. 1961 wird der erste Mensch im Weltall bejubelt. Juri Gagarin. Mit ihm gelangen erstmals Bilder des blauen Planeten aus dem Weltall zur Erde. In diese Aufbruchsstimmung hinein fällt die Eröffnung des kleinen Planetariums in Canena. Und es wird schnell zu einem Anziehungspunkt für begeisterte Kinder und Jugendliche. Bernd Schmidt kommt in den 70er Jahren dazu und verliebt sich in den Himmel. Seitdem hält er die Schönheit des Weltraums in Fotografien fest. Was mich immer wieder daran fasziniert, dass das Licht selber, was da für Zeit dahinter steckt. Die Sonne scheint gerade, ja, wir gucken nachher gleich mit der Sonne. Und dann müssen Sie sich jetzt vor Augen halten, das, was Sie jetzt von der Sonne sehen, das ist der Zustand der Sonne von vor 8 Minuten. Wenn auf der Sonne jetzt irgendwas explodiert, erfahren wir das in 8 Minuten. Das heißt also schon, der Blick in die Sonne ist schon ein Blick in die Vergangenheit. Wenn Sie jetzt in den Sternenhimmel gucken, da ist jeder Stern schon viel weiter weg. Wir gucken an den Himmel und gucken in die Vergangenheit. Und das Allerschönste, mein Lieblingsbeispiel, ist der Andromeda-Nebel. Das ist das Objekt, das am weitesten entfernt ist, das man mit bloßem Auge sehen kann. Und das sind 2,5 Millionen Jahre. Das heißt also, das, was wir heute sehen, ist der Zustand dieses Nebels. Da gab es auf der Erde noch keine Menschen. Also das ist das, was mich so fasziniert. Vor lauter Begeisterung ist Bernd Schmidt damals Astronomielehrer geworden. Die DDR hat dieses Studium gefördert. Denn über das ganze Land verteilt entstehen Schulplanetarien. Kinder und Jugendliche lernen hier alles über Weltall, Erde, Mensch. Der Grundriss vieler Schulplanetarien gleicht dem von Halle Canena. Das kleine Haus ist Vorbild für 15 weitere. Der Schuldirektor aus Halle ist selbst ein leidenschaftlicher Astronom. 1968 gelingt ihm ein Coup. Karl Kockel fährt nach Sibirien, um eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Sibirische Sonnenfinsternis. Karl Kockel war der einzige Deutsche, dem es vergönnt war,
die Sonnenfinsternis da zu erleben. Und er hat einige Filme gemacht. Und dann ist die Fachzeitschrift gekommen, Stern und Weltraum, hat Karl angefragt, ob er einen Beitrag dazu macht. Ja? Und er hat das dann auch gemacht und hat dann offiziell Teil in Valuta gekriegt und hat auch Teil. Ist ja eine westdeutsche Zeitung. Ist eine westdeutsche Zeitung, ja. Zu DDR-Zeiten. Ach, weil er als Ostdeutscher in einer westdeutschen Zeitung veröffentlicht hat. Ja, weil er der einzige Deutsche war. Das Honorar steckt er in sein Planetarium, um neue Technik zu kaufen. Und er sammelt bereits Geld und Zuspruch für ein neues, größeres Schulplanetarium. 1976 wird mit dem Bauen begonnen, in futuristischer Schalenbauweise. Bereits die Baustelle zieht Besucher magisch an, wie sich Karin Strohwig erinnert. Also wir waren live dabei, wo das gebaut wurde. Das war ja das zweite Baby von Herrn Kockel. Dass überhaupt gebaut werden kann, geht auf Karl Kockels Überzeugungskraft zurück. Er wird als umtriebig beschrieben. Es war ein Spaßbau, ja. Es war nicht offiziell genehmigt. In der Zeit musste alles genehmigt werden. Aufgrund der Kontingente, was man hatte. Ja. Und damals von Herrn Kockel, sein Kumpel, muss man ja schon sagen, ja, der Oberbürgermeister, Dr. Pflüger. Ja. Das ist den Pflüger nicht gegeben, das ist das Planetarium auf der Beisens nicht gegeben. Das waren jetzt, die waren richtig. Und Karl war nichts gut genug. Der ist dann immer rumgereist und hat da was gesucht und da was gesucht. Ja, dann hat er irgendwie die Rüste da gekriegt. Ja. Andere, die auf dem Bauhof in Halle, die haben dann was gesucht gehabt und die sind nicht dazu gekommen. Karl hat alles gekriegt. Für das neue Haus will Karl die neueste Technik. Zu der Zeit zeigen die Jenaer ihren ersten vollautomatischen Projektor, den Spacemaster DP-1, auf der Leipziger Messe. Die gewieften Hallenser können Zeiss davon überzeugen, ihnen den zu überlassen. Als Vorzeigeobjekt für Messebesucher. Und den gab es deshalb wieder günstiger, auch wieder Karl, der sich darum gekümmert hat. Ist doch ein Messestück, ja. Und im Prinzip haben wir deshalb immer das Glück, hier sowieso das erste Planetarium, also sowieso dann auch das modernste zu der Zeit. Dann auf der Peisnitz, genau deswegen, das war dieses Messeausstellungsstück, auch wieder das modernste. Und das neue Planetarium natürlich dann entsprechend auch wieder das modernste, was es dann gibt. Also Halle, hat's da echt drauf. Pünktlich zur Eröffnung des Planetariums richten sich am 27. August 1978 viele Augen gebannt auf den Himmel über der DDR. Ja, er kommt. Ja. Oberhalb. Eine weitere Sensation. Der Kosmonaut Sigmund Jähn überfliegt sein Heimatland. Er ist der erste Deutsche im All. Die Euphorie wird wieder entfacht und astronomische Bildung ist allgegenwärtig. Zum Beispiel in diesem Freizeitzentrum. Hier können nach Anmeldung auch Berliner Pioniergruppen sich als junger Sigmund Jähn fühlen. Der Kosmos und seine Helden sind populär in der DDR. Halle an der Saale bietet der Astronomie eine beeindruckende Heimat. Der Neubau auf der Peisnitzinsel verfügt über modernste Technik und ist das größte Schulplanetarium der DDR. Es erhält den Namen Raumflugplanetarium Sigmund Jähn. Hier werden Schulklassen unterrichtet und Events veranstaltet, wie Jugendweihe und Konzerte. Eva-Maria Löffler hat das Haus 15 Jahre lang geführt. Zusammen mit Dirk Schlesier begibt sie sich heute auf Spurensuche. Na, ich glaube, das ist der Eingang. Ich glaube auch, das war noch Eingang. Die Treppen gingen ja ziemlich weit hoch. Ja, und dann war ja hier das Foyer, rechts und links. Hier das Bild, das schöne, in Orionnebel. Mhm. Dann ging es hinter in den Kuppelsaal. Aber in die Richtung. Stimmt. Von hinten konnte man die Rehe sehen, wenn man die Tür aufgemacht hat. Genau. Das Gebäude liegt damals idyllisch auf der Peisnitzinsel im Naturschutzgebiet. Aber genau das wird ihm zum Verhängnis. Mehrfach überschwemmt die Saale das Gebiet. 2013 wird das Planetarium überflutet. Übrig bleiben viele Erinnerungen an das außergewöhnliche Haus, die Dirk Schlesier und seine ehemalige Chefin miteinander teilen. Und hier war der große Hörsaal. Genau. Aber das hier waren alles Fenster. Genau, da waren und deshalb Fenster war es ja auch sehr hochwasseranfällig. Ja. Man wusste nie, wo das Hochwasser eindringt.
Dirk Schlesier beginnt im Jahr 2000 hier im Planetarium zu arbeiten. Herr Schlesier war damals noch Student gewesen und ich suchte ja immer wieder Personen, die jetzt ihr Wochenende opfern, weil ja die Referenten ziemlich knapp waren. Denn es musste ja dann so sein, dass einer die ganze Technik beherrscht. Dann musste er gut sprechen können. Und natürlich musste er, was die große Voraussetzung war, astronomisches Wissen besitzen. Und da hat er gesagt, na ja, probieren wir es mal. Probieren wir es mal, ja. Genau. Das, also klar hat man immer in die Kuppel geschaut und geguckt, okay, was machen die anderen Referenten so? Würde man das auch hinbekommen? War aber sehr vorsichtig, ich habe mir das erstmal so angeschaut. Und es hat zu dem Zeitpunkt auch gut funktioniert. Wenn ich heute drauf zurückgucke, sage ich, oh je. Ja, wie das überall so ist, man lernt dann immer dazu, man wird immer besser, weil man doch einen gewissen Anspruch auch irgendwo hat. Aber man muss halt erstmal anfangen und ich bin dankbar dem Publikum, was es damals ausgereicht hat. Eine Schwierigkeit ergibt sich durch ein Hochwasser 1994. Die Feuchtigkeit greift die Elektrik an und seitdem arbeitet der Projektor gar nicht mehr automatisch. Wir mussten alle Vorträge live durchführen und hatten auch manchmal Angst, dass so ein Relais ausfällt. Da musste man dann immer solche Einschübe aufmachen und die Relais mal ein bisschen dran wackeln. Also hier in Halle hat man sehr gut gelernt, Live-Vorträge zu machen zu allen Altersgruppen. Ne? Man hatte nicht die Möglichkeit, vollautomatische Shows abzufahren, sondern man war immer dabei, im Prinzip wirklich auch in Erscheinung zu treten und mit dem Publikum zu interagieren. Mich haben öfters mal die Kleineren gefragt, sind wir wirklich geflogen? Und dann hatte ich auch mal die Veranstaltung Reise zum Planeten der Saurier, wo dann die Saurier noch gelebt haben. Und wir haben dann T-Rex und so weiter vertrieben und so gespielt. Kam eine Erzieherin zu mir und sagte, sagen Sie mal, gibt es den Planeten wirklich? Also viele, die sind da richtig mitgegangen. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Ein Raum für Himmelsträume und astronomische Bildung. An das Planetarium auf der Peisnitz erinnern sich Generationen. Lange wird darum gestritten, ob das beschädigte Gebäude gerettet werden kann. Aber es wird abgerissen. Für die Stadt Halle ist es die Chance, ein zeitgemäßes Planetarium zu errichten. Geschichte und Zukunft miteinander zu verbinden. Im Sommer 2021 tut sich hier eine Menge. Regelmäßig besucht Dirk Schlesier die Baustelle und ist froh, dass es in seinem Sternensaal endlich mit großen Schritten vorangeht. Ein Stahlnetz wölbt sich und formt bereits die spätere Kuppel. Es ist jedes Mal, wenn man kommt, ein tolles Gefühl, wenn man sieht, es ist doch wieder was Großes passiert. Und ich finde, der Kuppelbau, der geht ja wunderbar voran und wächst hier beständig. Und so ist man dann immer überrascht, wenn man kommt und ist wieder ein weiteres Kuppelstück gebaut. Das ist schon ein ganz bedeutendes Gefühl. Stahl und Wände sind schwarz gestrichen, um später während der Shows störende Reflexionen zu vermeiden. 8 Meter hoch, 12 Meter Durchmesser. Unter der Kuppel werden 110 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden. Erstmal von der Zuschauerzahl ist das eine gute Zahl und auch von der Projektionsmöglichkeit. Denn Sie können sich vorstellen, umso größer die Kuppel ist, umso größer und umso höher muss man auch auflösen. Ja, und so spielen wir hier im besten Mittelfeld, sage ich mal. Also Mittelfeld, was die Kuppel angeht, aber natürlich in der Oberliga, was die Inhalte angeht. Aber damit auch nur ein einziges Bild gezeigt werden kann, muss eine Projektionsfläche her. Das besorgen Spezialisten aus den USA. Kuppelbauer Jean Rivoire ist ein alter Bekannter. Schon für das Planetarium in Wolfsburg haben sie zusammengearbeitet. Das ist das erste Panel. Es ist geklammert und wird dann auch das letzte sein. Weitere Teile werden an der Innenseite dieser Rippen genietet. Das geht so rund und in die Höhe. We climb another step. Next step, yes. Next step on same thing all around. Danach werden alle Panels bemalt. You will have all around this dome
are going to be painted. Vielleicht bist du ja am letzten Tag dabei. We'll be here for the great day. Dann feiern wir. Ja, wir werden feiern mit Champagner und allem drum und dran. Die dünnen Bleche sind sehr empfindlich und müssen präzise eingebaut werden. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Die Projektionsfläche ist das Wichtigste schlechthin für uns hier. Da ist es ganz wichtig, dass die sehr homogen ist. Das bedeutet, sie darf, man darf keine Nähte sehen zwischen den einzelnen Panels. Und wir wollen ja später dort ein sehr schönes Bild projizieren durch die Videoprojektoren. Und da muss das alles stimmig sein. Und da darf das Bild nichts stören. 2 Wochen lang wächst die Fläche in die Höhe. 145 Teile, Meter um Meter im Kreis. Bis die letzte Öffnung endlich verschlossen wird. Ein Meilenstein für das neue Planetarium, auch wenn nun eine Pause eingelegt werden muss. Baustoffmangel. Und das heißt, keine Eröffnung in Sicht. Aber am Himmel ist immer was zu entdecken. Deshalb organisieren Dirk Schlesier und sein Team ständig öffentliche Himmelsbeobachtungen. Wie hier auf der Burg Giebichenstein in Halle. Wer möchte, darf auch mal selber ans Teleskop. Waren schon Menschen auf dem Mond? Ja. Ja? Ja, wer war da? Neil. Gut. Versuch mal da den rechten Rand zu kriegen. Aber die Stelle, wo Neil Armstrong gelandet ist, sehen wir jetzt noch nicht. Die befindet sich da knapp unter dem. Sind diese schwarzen Flecken da drauf, diese großen schwarzen Flecken? Ja. Ja, da ein bisschen weiter drunter, da wo jetzt noch diese dunkle Seite ist. Da drunter ist die Stelle, wo Neil Armstrong gelandet ist. Sieht man das irgendwie? Also man sieht den Bereich, aber nicht genau die Stelle. Und die Fahne sieht man auch nicht. Ist die Fahne immer noch drauf? Es sind einige Fahnen mittlerweile drauf, weil die waren öfter auf dem Mond. Aber die erste Fahne ist tatsächlich beim Rückflug umgekippt. Die lauschige Sommernacht hat viele Besucher angezogen. Ja, wir möchten natürlich die Leute dafür begeistern, für die Astronomie. Ne? Und das macht man im Planetarium, aber auch ringsherum. Ja, also man kann nicht erwarten, dass immer alle Leute zu einem kommen, sondern muss auch zu den Leuten gehen. Das finde ich wichtig. Ja, und auch hier werden wir sagen, dass es ein neues Planetarium gibt, dass es Vereine gibt in Halle, dass es Kindergruppen gibt in der Stadthalle. Das Universum hat heute nicht nur den Mond im Programm. Es sind Sternschnuppenschauer angekündigt. Bisher sehen wir 3 Sterne. Je länger man sich einschaut, auf die Sternschnuppen warten wir noch. Das sind die Perseiden. Also ich glaube, wir müssen in die Richtung schauen und dann sollte bis zu 140 Sternschnuppen pro Stunde kommen. Habe ich so gelesen, aber ich weiß nicht, ob meine Quelle richtig ist. Warte mal, das ist ein Planet, das sieht man richtig. Ja? Da hinten, der ist total schnell. Himmelsbeobachtung im Sommer im Freien ist wunderbar. Aber alle warten auf das neue Planetarium. Das öffnet bei jedem Wetter. 8 Monate später, es ist April 2022 und die Baustelle überrascht. Es wirkt, als wäre nichts passiert. Im Kuppelsaal ist das nackte Stahlgerüst wieder zu sehen. Die Blechhaut musste abgebaut werden, denn ein Test mit Projektionen macht Fehler sichtbar. Ein Schock. Die Paneele, die waren nicht nah genug aneinander dran, als dass wir damit zufrieden gewesen wären. Ja, also die Abstände zwischen den Paneelen waren doch zu groß. Und wir hatten ja ganz klar die Anforderung, dass wir eine nahtlose Kuppel haben möchten. Und das muss passen. Ja, und wenn das nicht passt, das ist ja so, als wenn Sie an einem Fernsehbildschirm was Störendes drauf haben, einen großen Kratzer oder was. Und das wollen wir auf keinen Fall. Zum Glück verfolgen alle Beteiligten das gleiche Ziel, das Planetarium so exakt wie möglich zu bauen. Die alten Platten mussten wieder runter und die Experten bauen nun erneut behutsam an der Projektionsfläche. Sie schmiegen jedes Teil in die Rundung hinein. Schließlich ist sie fertig. Die strahlend helle Decke im Sternensaal. Eine ideale Fläche für brillante Projektionen. Auch außen geht es voran. An der Fassade werden Buchstaben angebracht, die vielen Hallensern bekannt sein dürften. Sie stammen vom Planetarium auf der Peisnitzinsel. Eine weitere Zeitschicht auf dem alten Backsteinbau. Oktober 2022. Ein erhebender Moment. Die Projektoren werden angeliefert.
Techniker von Zeiss Jena bringen den SkyMaster und die Full-Dome-Technik endlich in das fast fertig gebaute Haus. Christian, du guckst, ja, wo wir hängen bleiben. Hier in der Mitte des Raumes wird der optomechanische Projektor seine Bühne finden, wenn Ingenieur Thomas Dannberg ihn fertig montiert hat. Hier außen drauf fehlen jetzt noch die Fixsternkugeln. Die sind in einer anderen Kiste. Das ist ja eigentlich der Hauptbestandteil, der noch fehlt. Also die Erfahrung zeigt, dass immer was schief gehen kann. Ja, wir drücken ganz fest die Daumen, dass das jetzt alles planmäßig verläuft. Die Sachen, die jetzt gemacht werden, die haben viel mit Technik zu tun. Ja, aber ich bin guter Dinge, weil ich habe größtes Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeiss, die das ganz wunderbar zusammenbringen werden, die einzelnen Komponenten. 2 Wochen später. Die Planetariumstechnik darf Premiere feiern. Ich kriege jetzt mal auf blaues Licht und schau, was passiert. Oh. Jetzt geht's los. Wir werden mal schauen, dass wir das Licht hier ganz langsam dimmen, so wie sich das fürs Planetarium gehört. So, First Light, unsere Sterne. Das ist erstmal ein Moment zum Genießen. Ein wunderschöner Sternenhimmel. Ja. Wunderbar. Jetzt kommen die Probe auf Exemplar. Also was ich gut sehen kann, ist, dass die Vega in der Leier, die ist verrutscht, die passt nicht so 100%. Ja. Also da muss noch ein bisschen nachjustiert werden. Ja, und wir können aber gleich mal gucken, wie es aussieht, wenn es korrekt justiert ist. Ja. Dazu schalten wir die Sternbildfiguren vom Sternenprojektor aus und schalten die Sternbildfiguren vom Digitalsystem dazu. Haben Projektmanagerin Anne Lakey und ihre Kollegen von Zeiss Jena ganze Arbeit geleistet? Und es passt. Ja, diesmal sitzt. Und ich sag hier dem System einfach mal, wir möchten zum Saturn fliegen. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's. Film ab. Und das ist natürlich auch jedes Mal ein gelungener Effekt. Solch eine Projektion in der ganzen Kuppel, wie mittendrin im All, ist ein technisches Wunder und ein besonderes Erlebnis. Happy? Absolut. Sehr schön. Mehr als das. Auf der Baustelle passiert jetzt unglaublich viel. Die Sternwarte wird auf das Dach gesetzt. Mit 2 Teleskopen. Für den Nachthimmel und die Sonne. Die Bilder können live im Kuppelsaal gezeigt werden. Und der wird auch komplettiert. Frühjahr 2023. Es ist soweit. Aus dem alten Gasometer ist das neue Planetarium geworden. Nach 4 Jahren. Endlich Zeit, die Türen für Gäste zu öffnen. Und den Himmel auf die Erde zu holen. Das technische Herzstück steht bereit. Wir sind jetzt wenige Tage vor der Eröffnung und wir sind total gespannt, wie das Publikum hier reagiert. Die kommen hier in den Sternensaal rein, nehmen Platz, lehnen sich zurück und ich denke, da wird es schon den ein oder anderen Wow-Effekt geben, den wir auch erlebt haben. Denn die haben diesen immersiven Effekt, also diesen 3D-Effekt ohne 3D-Brille. Und ich glaube, das erwarten die einfach nicht und sind dann total erstaunt, wie sie hier von der Erde in den Weltraum fliegen und dann eine wunderbare Perspektive auf unserem Planeten haben werden. Nun nimmt die Himmelsmaschine Fahrt auf. Ab jetzt wird sie die Erde mit dem Universum verbinden. Und die Menschen mit der Frage nach dem großen Ganzen.